Du stinkst nach Sterblichkeit. Hades. Der letzte Sterbliche, der einen Tanz mit dem Kerberos überlebt hat, war Herakles. Aber der hatte ja auch Athena und Hermes um den Finger gewickelt. Also sprich, wen hast du um den Finger gewickelt? Welcher Gott half dir, meine Bestie zu erschlagen? In der Grube waren keine Götter. Nur ich und mein Speer. Also hattest du sehr wohl göttliche Hilfe. Ich weiß, wer du bist und was du getan hast. Ich würde sagen, du schuldest mir was, Hüter. Ich hatte nicht vor, mich in dieses Loch werfen zu lassen. Doch jetzt bin ich hier. Was willst du von mir? Deinetwegen ist mein Reich noch chaotischer als je zuvor. Ohne den Kerberos hindert niemand mehr die Toten daran, sich in die Welt der Lebenden zu begeben. Dann besorg dir einen neuen Hund. Du holst mir einen neuen Hund! Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. In meiner Familie gerät das Blut schnell in Wallung. Du bist dafür verantwortlich, dann ist es nur gerecht, dass du es in Ordnung bringst. Na gut. Sag mir einfach, wo du deine mehrköpfigen Ungeheuer aufbewahrst, und ich bin am Handumdrehen zurück. Nein, mein Hüter. Mein Reich, meine Regeln. Hier gibt es 4 Tore. Statt einem Wächter für alle 4, will ich, dass du mir 4 Wächter besorgst. Ein für jedes Tor. Die Unterwelt ist voller Könige, Helden und Legenden. Alle ziellos und in einer Sinnkrise. Du könntest ihnen einen Sinn geben. Der Kerberos war ein mächtiger Wächter. Welcher Mensch könnte ihn ersetzen? Kein Mensch könnte das. Aber eine Legende, tief verwurzelt in den Mythen der Lebenden, würde alle mit Ehrfurcht erfüllen, die versuchen, die Grenze zu überschreiten. Besorg mir 4 davon. Und wenn ich diese Wächter nicht finde, was dann? Die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich würde verwischen. Die garstigen Kreaturen, die im Tartarus eingesperrt sind, wären frei. Die Seelen der Verstorbenen würden ziellos umherirren. Und ich wäre richtig, richtig sauer auf dich. Bring mir bei, wie der Stab funktioniert. Und ich mache es. Ach ja, die Prüfungen des Hüters. Ich hörte schon, dass du für nichts zurückschreckst, um deinen blöden kleinen Stock zu verstehen. Dieser blöde kleine Stock. Ich sag dir was. Sprich mit meinem Fährmann Charon. Hilf ihm, alles in Ordnung zu bringen. Und ich helfe dir, dein Schicksal zu erfüllen. Ah, siehst du das? Sowas passiert jetzt überall. Bring es in Ordnung. Oh, das werde ich. Mein Bruder und ich haben eine kleine Wette am Laufen, ob du die Aufgabe meistern wirst. Enttäusch mich nicht. Du willst mir nicht noch mehr schulden. Yeah.
Auf geht's! Komm schon. Das ist doch stickig. Ich kann kaum atmen. Naja, ich habe ein dreiköpfiges Monster erschlagen. Hades hat mich angebrüllt. Und jetzt gehe ich gerade zum Fern der Unterwelt rüber. Wie war deiner so? Ja! Diese Sonderspende. Ja, und ich habe viel zu tun. Irgendwer muss dir unbedingt die Torwächter töten. Jetzt stecke ich bis zum Hals in Neuankömmlingen. Also wenn dich nicht gerade ein Gott geschickt hat, um hier alle Löcher zu stopfen und aufzuräumen, habe ich gerade wirklich keine Zeit für dich. Wie es der Zufall so will, hat Hades mich geschickt. Was hat so ein prächtiger, lebender Sterblicher getan, um beim Gott der Unterwelt in der Schuld zu stehen? Es könnte sein, dass ich den Kerberos getötet habe. Und jetzt, da Hades großer Hund tot ist, haben sich überall in der Unterwelt Risse aufgetan. Meine Passagiere werden von den Gefangenen des Tartaros und von seinen kleinen Hunden angegriffen. Hör zu, ich muss 4 Wächter finden, um die Tore zu beschützen und die Risse zu schließen. Hades sagte, du brauchst Hilfe. Unfassbar. Er schickt einen Fleischling durch die Unterwelt, um ein Problem zu beheben, das nur Tote lösen können. Das nur Tote lösen kann. Deswegen habe ich mich im Kampf gegen sie so schwach gefühlt. Der letzte Fleischling, der für Hades gearbeitet hat, trug eine spezielle Rüstung. Aber er wurde in Stücke gerissen. Sie ist jetzt überall in Hades Reich verteilt. Meine Mutter sagte, dass mein Weg steinig wird. Aber auf so etwas hier war ich nicht vorbereitet. Um 4 der Rüstungsteile zu erlangen, wirst du gegen reichlich rachsüchtige Krieger kämpfen müssen. Der 5. Teil, die Kampfhandschuhe, gilt als verschollen. Du machst das schon. Was genau hast du gemeint, als du von kleinen Hunden sprachst? Die Hunde des Hades. Garstige kleine Geschöpfe, die den verlorenen Seelen hinterherjagen, die nicht von meiner Wenigkeit über den Styx gebracht wurden. Du sprachst vorhin von Gefangenen. Die schlimmsten Gestalten der Unterwelt werden im Tartaros gefangen gehalten. Viele von ihnen sind durch die Risse entkommen, um
und stellen jetzt eine Gefahr für uns hart arbeitende, leidenschaftliche Seelen dar. Und was ist an dieser Rüstung so besonders? Sie wurde auf dem Bronzeamboss geschmiedet, der in den Tartaros fiel. Sie ermöglicht Fleischlingen wie dir, Dinge zu sehen und Orte zu betreten, die dir verwehrt sein sollten. Davon hat Hades natürlich nichts gesagt. Er war noch nie sehr gesprächig. Es ist höchste Zeit, hier wieder Ordnung zu schaffen. Du musst dir nur eine Rüstung beschaffen, zornige Krieger besiegen und 4 Wächter finden, die die Unterwelt beschützen. Klar. Da du hier neu bist, will ich dir einen Rat geben. Der leblose Teich, das ewige Schlachtfeld und der Palast des Hades wären gute Orte, um anzufangen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, hätte ich auch noch eine Aufgabe für dich. Thank you.